Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardant hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Eden-Splitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Eden-Splitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen.
Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstücke! Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Stirb nicht! Dauert das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab. Schafft ihm das Maul und repariert die Maschine. Und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist euer Zocker Andy. Und ich begrüße euch recht herzlich bei meinem Let's Play von Assassin's Creed Syndicate. Es ist draußen. Wir haben hier einen Timer für XP. Und ich muss mal die Optionen hier ein bisschen anschauen, denn wir müssen ein bisschen den Sound runterdrehen. Nämlich sehr laut. Eine Spur mal runter hier. Und dann solltet ihr mich besser verstehen. So, Video, das wird schon passen. Schauen wir noch Gameplay. Hat Optionen, das passt alles. Steuerung, das ist doch immer was Wichtiges bei Assassin's Creed. Das werde ich dann offline einstellen. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los, dass ihr was seht beim ersten Part. Wir sollen dann nach drüben hin Ferris erreichen. Okay, oben, unten, das ist die Frage. Ich gehe lieber mal oben einfach aus Sicherheitsgründen. Die Steuerung wird ja ähnlich sein wie bei jedem Assassin's Creed, nehme ich mal an. Wie? Parcours nach unten. Okay, da hüpft er runter. Das ist Hüpfen, klar. So. Hopp, hopp, hopp. Dieser Ferris ist unten. Ich glaube, mit der Maschine legen wir sich lieber nicht an. Hüpfen wir einfach mal runter. Wie geht das? E? Und dann hüpft er runter. Yeah! Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Okay, da schauen wir uns noch an, ob wir da rein oder rauskommen. Ein bisschen den Sound noch hoch, Musik, Effekt. So, ich denke, so ist okay. Lassen wir das mal so. Die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. So, wo sollen wir jetzt hin? Parcours laufen. Jo. Wir müssen das sabotieren da drüben. Das kriegen wir doch hin, Leute. Mit E wahrscheinlich, oder? Oder wie machen wir das? Sabotieren, E, genau. Sabotieren wir das Ding da. Und dann müsste irgendwas krachen. Zumindest hoffe ich das. So, die nächste Maschine sabotieren. Wir gehen da schön rüber. Ah, die Steuerung ist ähnlich wie in jedem Assassin's Creed. Das ist schon okay. Hopp, hopp, hopp. So. Dass das die Arbeit dann nicht stört, wenn ich hier alles sabotiere, das wundert mich jetzt ehrlich. Aber okay. So, irgendwas geht jetzt hoch, ich wette. Da drüben sollen wir auch noch was sabotieren. Geh mal rüber. Alle hopp. Da ist auch noch so ein Rädchen wahrscheinlich. Und sabotieren. So, wird jetzt was krachen? Na, jetzt steht alles, okay. Okay, die Tür ist schon mal offen. Das ist schon mal nicht negativ.
Die sollen wir töten. Luftattentat. Yeah. Runter da. Bam. Bursche. Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause. Junge. Gleich wirst du schätzen. Du gehst mir am Sack, was? Okay, das Kampfsystem ist schon mal wesentlich schwieriger. Aber es geht auch wesentlich zügiger und zackiger voran. So, der Nächste. Den hau ich die Fresse ein. Bäm, Junge. Aua. Oh, du kriegst ordentlich, Junge. Der kriegt ordentlich. Also das Fight-System ist schon mal relativ zügig hier. Tragen? Nee, tragen nicht. So, wer möchte noch? Noch irgendwer? Gib mir nicht auf den Piss, Leute. Weg da. So, jetzt machen wir hier die Tür auf. Mit E natürlich. Die Steuerung werde ich dann nachher mal anpassen, aber das mache ich jetzt offline, damit wir was vom Spiel sehen im ersten Part. Das ist der Scheißer da wahrscheinlich, ne? Das soll darauf gehen. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Halten Sie... Was? Shift und... Okay, soll man denen keine geben hier? Okay, ich dachte, den soll ich umlecken. Umlecken. Umlegen. So, da gehen wir rauf in der alten Assassin's Creed-Manier. Jetzt muss ich da nur irgendwie rüber. Ja, das lässt sich alles machen, Leute. So, nur ein Stückchen rauf da. Jawohl, das gefällt mir schon. Ah, so, schön da rauf. So, und jetzt? Jetzt gucken wir mal. So. Shift, W und E. Wo soll ich denn da hin? Geht's denn nirgends hin? Ah, da unten vielleicht hin. Okay. Okay, dann soll meine rein. Tutorial. Entdeckung. Gegner, die Sie sehen können, schöpfen Verdacht. Das ist klar. Wenn Sie in deren Blickfeld bleiben, werden Sie aggressiv und greifen an. Das heißt, wir müssen Sie umnieten. Gehen Sie hinter einer Deckung, um Gegner abzuschütteln. Sie werden dann Ihre letzte bekannte Position untersuchen. Okay. Aber ich mache das lieber auf meine Art und Weise. Oh, scheiße, der Nächste. So geht's auch, dann hat man seine Ruhe. So, wir sollen den aufspüren. Habe ich einen? Ah, okay. Ich muss nur die Tasten ändern. Ich weiß noch nicht, wo das Adlerauge ist. Ich bin mal sicher, wir haben sowas. Wir sollen diesen Typen finden, der ist da hinten. So, der ist weg da. Das geht ja super. Wir haben unsere Klinge. Mit der kann man arbeiten, Leute. Mit der kann man arbeiten. So. Ich gehe hier gemütlich, das muss auch nicht sein. Eher Gas geben ist angesagt. Oh, scheiße. Aber wie geht man da runter mit E? E, okay, die Taste muss ich ändern. Kann man da in Deckung gehen? Das muss man mal probieren. Nö. Kommst du her oder nicht? Naja, kommt nicht, ist mir auch recht. Da irgendwie sich ducken, schleichen ist C. Okay, das müssen wir dringend ändern. Die Steuerung müssen wir ändern, Leute. Die muss ich schnell ändern. Die geht gar nicht, klar. Tastenbelegung, Maus, schon mal Mausoptionen. Das ist alles okay. Tastenbelegung, Bewegungssteuerung. Das ist schon mal gut. Übersichtlich ist es. So, Parcours nach oben, schleichen. Das geht schon mal gar nicht. Das muss auf Steuerung, weil geht überhaupt nicht. So, Adlerauge. Wo da mal das hin? Ich würde mal sagen, machen wir Maus 5. Medizin Q, das ist in Ordnung. Pfeifen finde ich lustig auf T. Ja, das hat man woanders hin. So, das läuft eigentlich. Identifizieren, was ist das? G, ja. Wow. Inventar, Fortschritt, das brauche ich alles nicht. Karte, das passt. Maus 4 hätte ich noch zu vergeben. Was machen wir denn da Feines? Ich würde fast sagen, Geräte Schnellwahl, das lassen wir auch. Durch Fenster einsteigen, Medizin, Q, das passt. Pfeifen vielleicht auf Maus 4. Ich mache das mal auf Maus 4, Leute. Das gefällt mir doch viel besser, so die Steuerung. So jetzt. Genau, Steuerung, das ist es. So kann man arbeiten. Schnauzedack. Das Looten müssen wir nur schauen, den können wir doch sicher looten auch.
Tragen, Plündern, Halten. Okay. Jo, looten können wir auch. Gehen wir zu dem da noch rüber. Hopp. Oh, scheiße, das sind zwei. Fuck. Ja. Du hackst mich in Stücke. Können wir mal. Mal da rauf vielleicht. Wir machen das jetzt anders. So. So, dann machen wir schnell fertig hier. Die haben jetzt auch ein Level, das Kampfsystem ist viel schwieriger, das finde ich super. Also, da geht nichts drüber. Das Looten mit E, das weiß ich noch nicht, ob das so toll ist. Aber ich lasse es jetzt mal auf E. Auf jeden Fall soll man da hingehen. Das werden wir tun. Achso, ich soll da raus. E öffnen, okay. Ah, da geht das Tor auf. Und da ist der Herr. Oder noch nicht? Nö, doch noch nicht, oder? Schleichen! Steuerung und Schleichen, jo. Der Schleichring zeigt Gegner über und unter ihnen. Okay. Das ist das da. Jo, interessant. Halten Sie hinter einer Deckung. Gedrückt, um zu zielen, drücken sie dann, um ein Messer zu werfen. Oh, auch sehr interessant. So, wir schleichen auf jeden Fall mal. So, ja. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.